Ja, Shalom, Gottes Segen, meine Lieben. Ja, ich habe was ganz Tolles. Wie werde ich Christ? Treffen Sie heute die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens. Bitte, bitte zögern Sie nicht. Übergeben Sie Ihr gesamtes Leben dem Herrn Jesus Christus. Bitte nehmen Sie das Geschenk des Glaubens an. Suchen Sie sich einen stillen Platz, wo Sie nicht gestört werden, und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Denken Sie über Ihr Leben nach, zum Beispiel. Machen Sie sich Ihrer Sünden und Fehler bewusst. Halten Sie diese Information, wenn möglich, schriftlich fest. Irgendwo aufschreiben, auf Papier oder wie auch immer. Sie wollen umkehren von Ihren falschen Wegen. Ja, meine lieben Geschwister, in einem Gebet können Sie Jesus Christus in Ihr Leben als Ihren persönlichen Retter aufnehmen. Jesus hört Sie. Er hört uns. Er nimmt Sie ernst. Er liebt Sie. Für die Aufgabe Ihres Lebens an Jesus Christus gibt es kein Schema. Es kommt auf Ihre Aufrichtigkeit an. Ja, so dürfen Sie jetzt zu Jesus sprechen. Ja, Sie können oder ihr könnt natürlich auch eure eigenen Worte verwenden. Das soll jetzt nur ein Vorgeschmack sein für ja, halt Menschen, die ja Jesus annehmen möchten wollen. Ja. Herr Jesu, ich danke dir, dass du auch für mich am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, Herr, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist, um meine Sünde zu tragen. Herr, ich habe erkannt, dass ich ein verlorener Sünder bin und bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Meinen Streit mit, meine Lügen, meinen Betrug mit, ne? Meine ja, sexuellen Verfehlungen. Herr Jesus, ich bitte dich auch ganz besonders um die Befreiung von okkulten Belastungen und Süchten. Herr, bitte vergib mir, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ja, bitte nennen Sie alle Sünden, die Ihnen bewusst werden. Also, ne? Bitte vergib mit auch die Schuld, die mir jetzt nicht einfällt. Ich bereue alles. Herr, ich möchte dir mein Leben übergeben. Bitte übernehme jetzt die Herrschaft in meinem Leben. Ich möchte dir dienen und folgen. Danke, Herr Jesus, dass du meine Schuld vergeben hast. Danke, Herr Jesus, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf und dass du mir das ewige Leben schenkst. Amen.